Heute nehme ich dich mit auf einen kleinen Erntetag im Oktober. Ich werde unseren kleinen Garten und den Balkon beernten. Und Spoiler, es ist mehr, als du denkst. Hi, mein Name ist Xuan He. Ich bin eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Ich gärtnere auf einem kleinen Gartenstreifen und auf dem Balkon und Indoor und nehme dich gerne mit auf meine Gartenreise und berichte dir regelmäßig davon, was geklappt hat und was nicht. Okay, los geht's. Zeitpunkt der Aufnahme war der 6. Oktober, das war letzte Woche gewesen. Diese Gurkenpflanzen sind jetzt am Ende ihrer Laufbahn angekommen und ich habe diese Gurken an dem Tag alle geerntet. Mitte Mai haben wir sie ausgesät und sie hat bis jetzt gehalten. Ab Mitte Juli konnten wir immer wieder Gurken ernten bis Anfang Oktober. Und dann kommen diese Pflanzen raus. Allerdings mache ich diese Pflanzen nicht auf den Kompost, da sie Pilze enthalten könnten. Ja, und es sind gar nicht mal so wenige Gurken, die da noch an den Gurkenpflanzen hängen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe sie auch schon probiert, schmecken noch wunderbar. Hat eine gewisse Süße und eine Saftigkeit. Übrigens, wenn die Gurken bitter schmecken, dann nicht mehr essen, weil dann könnten sie schon den giftigen Bitterstoff Cucurbitacin ausgebildet haben. Das machen sie, wenn sie Hitzestress erleiden oder wenn es eine unglückliche Rückkreuzung gegeben hat. Und deswegen auch immer neue Samen aus dem professionellen Handel kaufen. Genauso wie die Samen von Zucchini, Kürbis und Melone. So viele Gurken haben wir an dem Tag geerntet. Und jetzt geht's dann an die Chili-Pflanzen und die Paprika-Pflanzen. Überraschenderweise bilden sie immer noch neue Früchte aus. Fraglich ist, ob die neuen Früchte dann wirklich ausreifen. Nur wenn das Wetter jetzt so immer anhaltend nass ist und feucht, muss man nach dem Ernten der Früchte diese auch schnell verbrauchen, weil sie potenziell schneller wegfaulen. Und einer der Gründe, warum wir hier so viel anbauen auf dem Balkon, ist, weil er nicht an einer vielbefahrenen Straße steht. Ja, und die remontierenden Erdbeeren, die ich im letzten Video, wo ich den Balkon gezeigt habe, nämlich im Video »Bereite deinen Balkon für den Winter vor«, da habe ich diese eingepflanzt und die produzieren immer noch weiter fleißig Erdbeeren. Dann habe ich mich dazu entschlossen, den Tunnel aufzumachen und die Chinakohlpflanzen alle abzuernten. Auch hier nochmal einen kurzen Hinweis, wenn ihr in der Erde rumbuddelt, seid vorsichtig, denn in der Erde können auch Tetanuserreger vorkommen. Diese Chinakohlpflanzen, die wachsen eigentlich wunderbar, aber sie werden immer von Schnecken angegriffen. Eigentlich schade, denn die Chinakohlpflanzen wachsen scheinbar sehr schnell. Von daher werde ich mir überlegen, ob ich im nächsten Jahr die Chinakohlpflanzen nicht einfach wie die Endiviensalate einfach in Töpfe auf dem Balkon pflanzen werde. Aber so kann man leider nicht so viel davon essen und wie ihr hier sehen könnt, sitzt da auch eine fette Schnecke drin. Und so kommt es, dass die äußeren Blätter meiner Chinakohlpflanzen nur noch Gerippe sind. Die äußeren Blätter werde ich wegmachen und das Herz der Pflanzen werde ich schnellstmöglich verbrauchen. Und dann werde ich hier in dem Bereich Winterportulak aussäen. Und wenn alles klappt und der Winterportulak dem Schneckendruck standhält, werde ich hoffentlich eine grüne Wiese voller Winterportulak vorfinden. Dann kommen wir an die Selleriepflanzen. Das Messer habe ich nochmal schön gesäubert, damit nicht unsaubere Wunden entstehen am Sellerie und der ungestört weiter wachsen kann. Die Stangen sind ziemlich massiv. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall an Nachbarn und Familie verteilen. Trotzdem ernte ich ab und zu die alten Selleriestangen weg, damit die neuen Selleriestangen heranwachsen können und die alten Selleriestangen nicht zu zäh werden. Ja, so viel habe ich geerntet letztendlich. Und das ist auf jeden Fall viel zu viel. Das werde ich auf jeden Fall weiterverteilen an meine Eltern, an Nachbarn. Und wenn man genau hinschaut, sieht man diese kleinen Mini-Selleriestangen, die gerade am Wachsen sind.
Und wenn man die alten Selleriestangen wegerntet, hat die Pflanze dann mehr Ressourcen und Kraft und hoffentlich werden die dann auch noch in den nächsten Wochen dann größer. Und so habe ich mir im Garten einen kleinen Sellerievorrat angelegt, den ich immer wieder mal beernten kann, wenn ich Suppe koche. Dann haben wir hier den vietnamesischen Koriander. Den gibt es manchmal auch beim Edeka im Frühjahr als Pflanze im Topf zu kaufen. Und der lässt sich wunderbar vegetativ vermehren. Der Geschmack ist ziemlich eigen. Ich finde, er passt gut so zu herzhaften Sachen. Ich finde, er schmeckt so ein bisschen pfeffrig. Ich kann es schlecht beschreiben. Und dann haben wir hier die Kapuzinerkresse. Die wuchert auch bald alles zu. Seltsam, ich hätte nicht gedacht, dass sie noch so viel produziert, denn am Anfang hat sie ziemlich stark geschwächelt und sie hatte immer irgendwie Blattläuse am Start an den Blättern. Aber scheinbar hat sie sich dann später nochmal etabliert. Ich habe sie auch öfters mit Erde aufgefüllt und nochmal neu gemulcht. Das hat ihr anscheinend gut getan. Die Kapuzinerkresse hat viele gesundheitliche Vorteile. Von ihr kann man alles essen, von den Stängeln bis zu den Blättern und Blüten. Und die Früchte der Blüten kann man auch essen. Die schmecken so ein bisschen wie Kapern. Also was haben wir hier alles geerntet? Auf jeden Fall haben wir sehr viel Sellerie. Da muss ich auch noch mal sortieren, welches Blatt gut ist oder nicht. Aber das Grün kann man auf jeden Fall in die Suppe tun, ne? Und die Stangen, da kann man Saft daraus machen. Wenn man Suppe draus macht, muss man vielleicht die so ein bisschen schälen, damit die nicht so zäh sind. Hier haben wir ein weiteres vietnamesisches Kraut, ist auch unter dem Namen vietnamesischer Koriander bekannt. Gibt es manchmal auch beim Edeka. Hier mit den großen Tellerblättern, das ist die Kapuzinerkresse. Wurde in einem Jahr, ich weiß nicht genau welches Jahr das ist, blende ich euch ein, zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Hat sehr viele gesundheitsfördernde Eigenschaften. Hier haben wir unseren angeknabberten Chinakohl. Ich meine, ja, ein bisschen gibt es noch was, das Herz der Pflanze. Das werden wir wahrscheinlich anbraten, reicht wahrscheinlich so für eine Mahlzeit, aber trotzdem. Hier haben wir noch so die Restgurken vom Balkon, da noch so ein paar Jalapeno Chilis und ein paar Paprikas. Ja, und das ist eine Ernte im Oktober an einem Tag auf einer, würde ich sagen, Grundfläche von 45 Quadratmeter. Ja, 45 Quadratmeter.